Servus, Salve und Hallo. Wir haben Mittwoch, den 18. Januar und es ist 17.25 Uhr. Ich muss ein bisschen früher anfangen, weil ich gleich weg muss. Anfangen, also sagen möchte ich erstmal, dass ich nach dem DAX habe ich noch sechs Aktien, das habe ich jetzt das Thumbnail geschrieben: Fraport, Lufthansa, Daimler, SAP, Allianz und Bayer. Das dauert nicht lange, das sind nur lediglich so drei, vier Sätze zu den einzelnen Werten, nur dass ihr das wisst, da geht es auch nicht um Scheine. Anfangen möchte ich mit dem Ding hier. Das hat mein Kollege, der Jörg Scherer von HSBC Trinkhaus, neulich mal publiziert. Und zwar ist es so, er hat verglichen die letzten Jahre, in diesem Fall seit 1988, wahrscheinlich sein Geburtsjahr. Wenn er das hört, wird er grinsen. Die ersten 10 Handelstage. Und da haben wir also in dem Jahr schon erstaunliche Performance hingelegt. Die war sogar noch höher. Ich glaube, der 11. oder 12. Handelstag, da waren wir dann bei 9,5%. Also das ist schon erstaunlich und es ist ein erheblicher Abstand zu dem, was wir hatten. Ja, fallen tun sie, wenn sie fallen, heftiger. Ja, das sieht man also dann hier. Ja, es gibt jede Menge Statistiken. Der Jörg holt die immer raus. Ich weiß auch nicht, in welchem Keller der da bei der HSBC sucht. Sensationell. Die gibt es auf die ersten 10 Tage, auf den ersten Monat, aufs erste Quartal. Ich weiß nicht wo, noch alles. Ja, aber tatsächlich ist das mal interessant. Es ist sehr schnell sehr viel. Heißt es aber nicht, dass der jetzt bei 8 oder 9 oder 10 oder 12 aufhört. Das heißt es nicht. Es ist einfach nur mal eine Gegenüberstellung der vergangenen Jahre oder Dekaden. So, das ist eins. Hier ist der DAX. Hier ist der DAX, ja, die euch bekannten Fibo-Marken. Das ist der Doji vom Freitag, der hat nicht gegriffen. Der hat eine ganze Zeit lang gehalten, aber er hat nicht wirklich gegriffen. Und was wir heute, ich hole es mal näher ran, wir spielen jetzt die ganze Zeit hier um dieses 76er Retracement rum, 15.236. Im Moment, wenn ich den Film mache, sind wir bei 15.194. Jetzt spielt er hier die ganze Zeit rum und ich fand es ziemlich nervig heute. Das ist ja stundenlang dann nur mal plus 30, minus 30. Ziemlich nervig. Mir fallen verschiedene Sachen auf. Erstmal für die Leute der 200-Tage-Linie, die beginnt jetzt zu steigen. Ja, müssten wir einfach mal die letzten 200 Tage runterrechnen. Die beginnt jetzt sogar zu steigen. Die hat ihren Abwärtstrend verlassen und geht hoch. Liegt hier am unteren Band bei 13.583. Und genau das, damit fange ich an. Ihr kennt meine Theorie, wenn die Bänder aufgehen, das taten sie, wenn auch nicht so extrem, dass der Bewegung, in diesem Fall aufwärts, entgegengesetzte Band, wenn es dreht und das tut es, ist die Dynamik, das Momentum, die Akzeleration von dieser Bewegung zumindest mal gebremst. Der Markt kann jetzt, das sagt mir das Bollinger Band nicht, kann entweder seitwärts korrigieren und das abbauen, also dass die Bänder wieder zusammengehen, oder korrektiv. Korrektiv wäre durchaus auch der Bereich so 14.500, dann wären wir da wieder hier, was auch vom Chart her eine schöne Marke wäre. Nein, das glaube ich nicht. Also, jetzt machen wir weiter hier mit der Technik. Wir sind über das MACD, über die, wie ich sie nenne, moderne Sichtweise negativ. Wir haben immer noch kein Verkaufssignal über die Stochastik. Die kommt runter, ja, aber da ist noch nichts. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dennoch meine ich, er distanziert sich hier deutlicher vom oberen Band, das entweder seitwärts oder leicht korrektiv ansteht. Wäre auch in Ordnung. Ich zeige nachher Bayer, da werdet ihr dann verstehen, wie ich das meine, was der korrektiv machen kann. Ich behaupte, wo ich überall so lese, in Chats, in denen ich drin bin, dass von 10 Marktteilnehmern sind 6 Short, 2 Neutral und 2 Long. Das ist das, was ich so meine, aus dem Markt herauslesen zu können. So ein Markt, das heißt, viel mehr Marktteilnehmer hoffen, dass er mal runterkommt, sind Short eingestellt. Ja, vielleicht sind sie von hier Short oder da oder da oder da. In dem Zusammenhang, ich bin auch Short, ich habe von der Position 75%. Ich habe also hier bei dem Retracement auch nochmal verkauft, 75% der Position, die ich haben will. 25 hebe ich mir auf, sehen wir gleich in der Stunde bis wohin. Von diesen 6 Leuten, also vielmehr, was der Markt machen kann, er kann ganz langsam hier runterfallen, leicht korrektiv, 15.000, vielleicht auch 14.800. Das sind ja nur 3%, das ist nicht viel. 14, sagen wir mal 14.800, dann sind die alle froh, aha, entweder es hat nichts gekostet oder es hat ein bisschen was gebracht, schließen die Position, dann ist der Markt sauber. Dann wäre er bereit, entweder zu fallen oder nochmal leicht ein bisschen hochzugehen, nochmal in diesem Bereich 15.250, um jene, die Short waren, reinzulocken. So nach dem Motto, aha, ich habe die Korrektur mitgemacht, jetzt geht er sowieso weiter. Das und dann säuft er nämlich ab, wenn die Shorts gedreht haben in Longs. Oder er macht, und das wäre natürlich super fies, nochmal so eine
so ein Squeeze nach oben, nochmal, sagen wir mal, bis zu 15.350, sowas, und quetscht sie so raus. Nur so kann ein Markt fallen. Im Moment ist die Erwartungshaltung eher leicht negativ und die Bewegung nach oben tut weh. So sehe ich das. Wie gesagt, ich habe hier so ein Ding, so ein Zettelchen, ich bin selbst auch short, ich warte jetzt noch. Jetzt gehen wir mal hier in 4 Stunden, ob wir da ein bisschen mehr sehen. 4 Stunden. So. Jetzt geht er hier wirklich seitwärts. Das kann auch so eine Flagge werden, ja, die dann hier oben anfängt. Das kann man hier nicht sehen. Hier sind die Bänder schon deutlicher beieinander gelaufen. Wir sind leicht negativ über das MACD. Wir sind im, ich würde mal fast sagen, neutralen Bereich über die Stochastik. Ich werde erst negativ für die 4 Stunden, wenn wir diesen Punkt hier rausnehmen. Dieses Tief, das war vom 17.01. und ist bei 15.082. Wenn wir das unterbieten und damit auch gleichzeitig die Mitte der Bänder unterbieten, dann würde ich wahrscheinlich die letzten 25% noch dazu kaufen an Putz. Ja, und jetzt haben wir hier nochmal die Stunde. Gucken, ob wir die sehen. So. Von der Stunde, gerade mal hier so ein bisschen justieren, hier auch. Von der Stunde sind die Bänder auch schon logischerweise ziemlich eng. Da ist nichts. Das war gestern, das haben wir bei 4 Stunden eben auch gesehen, aber ich habe es nicht erwähnt. Das ist halt also ein fieser Shootingstar, muss man ganz klar sagen, wurde heute auch im Laufe des Tages nicht überboten. Der hat nach wie vor Bestand, im Gegensatz zu dem Doji, den wir neulich hatten. Aber das war schon eine fiese Bewegung. Ich glaube, die ging hoch bis 15.277. Irgendwo da meine ich den mal gesehen zu haben. Und dann erstmal 120 Punkte runter. Klassiker. Wir sind hier völlig neutral über den Trendfolger und wir sind leicht negativ, aber im neutralen Bereich über den Oszillator. Aber auch hier habe ich den ersten Punkt sogar schon, die 15.150. Da wären wir zu nah dran, das sind ja nur noch 30 Punkte. Ich glaube nicht, dass da die 25% weitermachen. Ich warte eher auf sowas hier, dass wir da drunter gehen und da sind wir wieder im Bereich 15.075, 15.085. Wenn wir den nehmen nach unten, dann mache ich die Position komplett zu. Ansonsten warte ich jetzt erstmal. Ja, da passiert ja nichts. Ja, ich liege leicht hinten, weil ich ein bisschen zu früh die Putz gekauft hatte, die ersten 25%. Aber kann damit leben. Ganz kurz jetzt hier schon mal, ich gehe hier nochmal auf den Tag. Jetzt hier nochmal die Scheine. Voilà. Also ich habe den hier long, diesen Put 15.800er, der dürfte morgen sein bei 15.798, irgendwo sowas, ja. Diese GH2ZT8, das ist, mal ganz grob gerechnet, müsste ein 27er Hebel sein oder 26er Hebel. Ich fühle mich mit der wohl. Das ist schon noch ein ganzes Stück hier oben, aber ich lasse die jetzt erstmal laufen. Diese hier, ja, die von der Citibank, 15.513, den kann man auch machen, aber nicht mal einfach so, ich kaufe mal ein paar, leg die mal hin. Da muss man wirklich auf die Verkaufssignale warten, die dann unter der 15.075 liegen. Der hat einen 45er Hebel, das ist ein heißes Teil. Ich habe die Calls nicht verändert gegenüber Freitag, weil ich rechne schon damit, dass wir irgendwann nochmal bis Monatsende auf diesen Bereich hier gehen, 14.600. Der muss mal atmen. Das ist zu schnell, zu viel, was er gemacht hat. Deswegen ist die Überschrift beim Thumbnail noch stabil. Aber da muss man wirklich ein bisschen schauen. Jetzt sind wir bei 15.184. So, jetzt komme ich mal ganz kurz zu den diversen Aktien. Ich fange an mit Fraport. Mehr. Weil da mir fällt halt, ich habe jetzt ein paar rausgenommen als Beispiel. Das ist die Fraport. Heftigst gestiegen hier von 38 hoch bis fast 51. Waren sie 51? Ne, 50,90. Das ist viel in dieser kurzen Zeit. Und der läuft jetzt hier, oder vielmehr die Fraport läuft jetzt hier in so einen fetten Widerstand rein. Ich nenne sowas natürlichen Widerstand, weil der kommt halt hier oft gehandelt. Das ist nichts mit Gap, das ist kein Zwischenhoch oder sonst was. Das ist ein fetter, fetter Widerstand. Also eine lange, vom 1.3. bis zum Anfang Juli gehandelte Tradingzone. Da gehen die nicht so ohne weiteres durch. Deswegen, jetzt habe ich hier die Lufthansa. Auch heute oder in den letzten Tagen einer besten Wert, auch heute wieder enorm gestiegen. Ja, ich habe das am Jahresanfang gesagt, wenn die 20.000 Leute einstellen, dann denken die sich was dabei. Ich mache das mal anders und zwar so. Das Prä-Corona-Hoch war bei 11. Wir haben jetzt hier, also das sind schon heftige Bewegungen. Lufthansa ist manchmal ziemlich bitchy. Aber da war doch noch ein Pfeil. Ah ja, hier. Dieser Bereich um die 9,30 war hier ein Hoch
und war hirntief. Auch das ist, was ich nenne, eine natürliche Zone. Ich glaube nicht, dass sie jetzt von hier aus direkt durchziehen auf die 11. Auch hier der Spruch, hinterherrennen, und das Gleiche gilt für die Fraport auch, muss ich nicht. Da warte ich lieber mal ab oder bin einfach mal ein paar Tage nicht dabei. Da warte ich ab, bis die mal so ein bisschen atmen, unter die 8 gehen, hier so auf 7,60, wenn sie das denn tun. Als nächstes habe ich das, was früher Daimler hieß und jetzt Mercedes ist. So, ist fast genau das Gleiche. Schaut euch hier diesen ganzen Bereich an. Ganz oft gehandelt, hier hatten wir das mal als Top und das waren die 68. Und den schaffen wir, glaube ich, auch nicht im ersten Land. Hier guckt man auf die Technik, überall leicht negativ. Auch die Daimler, wie ich sie nenne, müssen atmen. Dann habe ich SAP. Das sind die ersten, glaube ich, die Zahlen bringen. Und zwar, das habe ich doch hier irgendwo draufgeschrieben. Hier, am 26.01., das ist nächste Woche vorbörslich, bringen die Zahlen. Sind jetzt eigentlich auch ganz gut gelaufen. Ist okay, kann man sich nicht beschweren. Hier von der 95 auf die 108, 109. Aber auch hier doch schon ein größerer Widerstandsbereich. Kommend von hier hinten, das ist der Mai 2021. Auch die sollten jetzt hier erstmal so ein bisschen bremsen. Ich glaube nicht, dass wir so ohne weiteres durchziehen. Die Allianz. Wenn die Börse steigt, steigt die Allianz. Wenn sie fällt, fällt sie auch. Ja, ist einer der größten Aktionäre in Schland. Und auch hier, da sind wir in dem Bereich, was ist denn das hier? Vom 11.01.22, also sind so ein Jahreshoch. Ja, auch sehr gut gelaufen von der 156 oder was das hier war, Ende September. 156 auf 219, ja, hat sich jede Pause verdient. Hier bekomme ich kleine Verkaufssignale. Hier wird er weich, aber noch kein Verkaufssignal. Auch hier bin ich der Meinung, wer sie irgendwo hatte, von hier, da oder von mir ist auch von hier, der muss sich mal mit dem Gedanken tragen, entweder die Position abzusichern oder zu halbieren oder, wenn er glücklich ist, vielleicht sogar zu verkaufen. Als letztes habe ich die Bayer und die machen nämlich das hatte ich eingangs gesagt, was ich dem DAX mal wünschen würde. Die sind schön gelaufen, finde ich sehr zufrieden. Sieht ähnlich aus wie der DAX. Ja? Hier unten, die Bänder sind fett aufgegangen, hier unten dreht das untere Band rein, der Wert korrigiert. Das hier sind gerade mal 3%, das wären beim DAX 450 Punkte und dann haben wir nämlich schon die 14.800. 3% im DAX, das ist nicht viel, das macht eine halbe Stunde. Verkaufssignal, noch kein Verkaufssignal. Also auch hier denke ich eher mal ein bisschen atmen, so in diesem Bereich hier, vielleicht dieses Gap hier schließen, eine 54. Dann können Sie gerne weitermachen, aber erstmal auch hier pausieren und die haben halt jetzt den eben genannten Werten schon so ein bisschen was voraus. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.